Ein ganz herzliches Hallo bereits zum siebten Spieltag der dritten Liga. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr glaubt, was so am Ende für Ergebnisse bei rauskommen. Ansonsten bedenkt, ich bin kein ausgebildeter Kommentator. Das heißt, Sprachfehler etc. sind immer mal denkbar. Jetzt geht's aber los mit dem Freitagsspiel Braunschweig gegen Jena. Nach verpatztem Saisonstart möchte Eintracht Braunschweig jetzt den ersten Saisonsieg einfahren. Sie hatten zwei Wochen Zeit, um sich auf das Spiel gegen Carl Zeiss Jena vorzubereiten. Die Gäste starteten aber auch gut in die Partie hinein. Tietz ist das mit der ersten Möglichkeit, ja, aus Paderborn gekommen, hatte auch schon getroffen gegen Zwickau. Hier ist es aber ein relativ verpatzter Abschluss. Trotzdem, Jena spielte gut nach vorne und das führte erstmal auch zur nächsten Chance. Walzweg aber dazwischen, der Schlimmeres verhindern konnte, sodass Eckhardt dort nicht den Ball aufs Tor richtig bringen konnte. Es war keine gute Partie der Braunschweiger, dann wachten sie aber langsam auch mal auf. Vor der Pause nochmal Bulut mit der Flanke, Putaro legt auf und Philipp Hoffmann mit dem 1:0. 42. Spielminute, Braunschweig hatte richtig wenig Torchancen, aber dann haben sie jetzt hier eiskalt zugeschlagen. Im zweiten Durchgang weiterhin ein ähnliches Bild, aber Jena konnte jetzt auch mal verwandeln. Manfred Starke am zweiten Pfosten, so groß ist er nicht und trotzdem macht er den sensationell per Kopfstoß rein. Keine Chance für Engelhardt und dann die nächste Aktion. Das 2:1 eventuell für Jena, nein, Erlbeck. Erst scheitert er an Engelhardt und dann am Pfosten. Es wäre also durchaus denkbar gewesen, dass Jena sich hier den Auswärtsdreier sichern würde. Und dann konnte auch nochmal Braunschweig um ein Haar zustechen. Stefan Fürstner, aber aus zu großer Distanz macht er da zu wenig draus. Hätte noch etwas gehen können, so wurde es im Endeffekt zu harmlos. 1:1 im Endeffekt am Freitagabend. Jena wird damit besser leben können, auch wenn sie durchaus den Dreier verdient gehabt hätten. Der VfR Aalen steht nur knapp über den Abstiegsrängen, was nach so wenigen Spieltagen noch nicht die größte Aussagekraft hat und nichtsdestotrotz würde man hier heute gerne gewinnen. Preußen Münster zuletzt ja mit einem 0:1 gegen Uerdingen. Nach der Länderspielpause wollten sie hier besser auffahren, aber Lukas Schnellbacher machte da erstmal einen Strich durch die Rechnung. Siebte Spielminute, 1:0 für Aalen. Der perfekte Start. Und wenig später die nächste Möglichkeit. Aalen gehörte hier der erste Durchgang. Rehfeld, Fennell mit dem Abschluss. Kobylanski klärt letztendlich auf der Linie. Wichtige Aktion, dass er da richtig steht. Und das 2:0 verhindert. Der Kopfball im Endeffekt war zu harmlos. Vor der Pause kamen dann nochmal die Preußen. Das ist Rühle, der den Ball in die Mitte clever zurücklegt. Braun aber direkt in die Arme von Bernhard, der den Ball ohne Probleme aufnehmen kann. Wir springen in den zweiten Durchgang. Aalen war weiterhin besser. Matthias Morris verpasst hier aber gegen Schnitzler noch einen draufzulegen. Es war also noch ein relativ knappes Resultat, doch Münster kam nicht wirklich gut nach vorne. Die nächsten Möglichkeiten für Aalen folgten auf dem Fuße. Traut ist das. Auf Schnellbacher. Gute Aktion und dann hämmert er ihn rein. Doppelpack von Lukas Schnellbacher und in der 71. Spielminute war diese Partie fast entschieden. Schöne Täuschung und dann sitzt da unten links nichts mehr zu halten und dieser Lukas Schnellbacher hatte heute was vor und zwar ein Dreierpack. 76. Spielminute, jetzt ging es für Preußen Münster dahin. Auch in der Höhe gar nicht mal unverdient, dieses Resultat, aber es war nicht das Endergebnis. Waschewski nochmal an die Latte bzw. an den Pfosten und dann Philipp Hoffmann. Die Aalener Fans gucken nochmal verdutzt, aber es wurde nichts Schlimmeres mehr draus. 3:1 im Endeffekt der hochverdiente Sieg von VfR Aalen gegen Preußen Münster. Lukas Schnellbacher mit 3 Toren, natürlich der Mann des Spiels. Der KFC Uerdingen kann bislang extrem glücklich und zufrieden mit der Saison sein. Tabellenplatz 2 nach 6 Spieltagen, da kann man als Aufsteiger durchaus stolz drauf sein. Und die Uerdinger kamen hier gut in die Partie. Konrad ist das mit dem ersten Abschluss. Links vorbei, noch keine größere Gefahr für das Tor der Hallenser, die im letzten Spiel zumindest einen Punkt gegen Osnabrück holen konnten. Doch die spielten dann auch nach vorne. Matthias Fetsch in die Mitte gelegt und Warshausen scheitert am überragend reagierenden Vollert. Klasse Parade, aber auch ein super Schuss, der auch durchaus das Tor hätte verdient gehabt. Eben nicht ganz platziert genug. Die Wucht stimmte, die Präzision
nicht. Vor der Pause nochmal Uerdin Krempicki, aber ihm war hier auch kein Treffer in dieser Situation vergönnt mit dem Schlenzer, aber relativ deutlich am Kasten vorbei. Uerdin versuchte es, doch war im Endeffekt ein wenig zu glücklos. Und im zweiten Durchgang wurde Halle dann wieder aktiver. Warshausen wieder, der hatte richtig Bock, hier heute ein Tor zu schießen, aber auch diese Situation vom Captain etwas verrissen. In Folge gab es immer wieder Kontersituationen, weil auch Uerdin gut nach vorne spielte, aber Vollert machte Menu hier einen Strich durch die Rechnung. Es sollte bis dato noch nicht sein. Und nochmal Halle, Pascal Sohm und wieder Vollert. Was für eine Parade, verhindert hier abermals das 0:1, das mittlerweile absolut denkbar und nicht unverdient gewesen wäre, aber tolle Reaktion. Vollert ist schnell unten und dann kurz vor Spielende nochmal Uerdin Kifkir, scheitert aber und verpasst so das 1:0. Uerdin und Halle trennen sich im Endeffekt auch durchaus verdient mit 0:0. Der VfL Osnabrück kann nach wie vor mit der Saison sehr zufrieden sein. Bislang noch ungeschlagen, 3 Siege, 3 Unentschieden. Der KSC musste zuletzt gegen den Tabellenletzten aus Lottin 1:3 hinnehmen und Osnabrück startete hier auch besser in die Partie. Uahi mit dem Eckstoß, da ist dann erst die Parade von Uphoff, aber Blacher steht dann goldrichtig. 8. Spielminute, sein 2. Saisontor und die Bremer Brücke war am Toben. 1:0 also für die Gastgeber, das wollten die Karlsruher nicht auf sich sitzen lassen. Fink mit der Flanke, die ist sehr gut. Röser verpasst es aber, hier Körber zu überlisten, der ausgewechselt werden musste im letzten Spiel gegen Halle, war hier wieder von Beginn an dabei, war auskuriert und dann um ein Haar das 2:0. Auf der anderen Seite wieder David Blacher, fast mit dem Doppelpack, aber eben nur ganz knapp vorbei. Uphoff hätte sich gestreckt, wäre eventuell auch da gewesen. Im zweiten Durchgang drückte Karlsruhe dann auf den Ausgleich. Möbius auf Vanicek und der hat Pech im Abschluss. Schöne Technik, schöner Versuch, fehlte wirklich wenig, sodass es weiterhin 1:0 stand und Karlsruhe diesem Resultat hinterherlaufen musste. Bis kurz vor Schluss Pourier auch hier wieder an die Latte. Unglückliche Situation, doch einen hatten sie noch. Möbius wieder ist das. Scheitert erstmal an Rennecke, der gut dazwischen ist. Möbius setzt aber nach. Am zweiten Pfosten ist dann Saliu Sané und macht knapp 10 Minuten vor dem Schluss das verdiente 1:1. Im zweiten Durchgang waren sie klar besser und so sicherte und verdiente sich Karlsruhe auch klar diesen Punkt beim Spitzenverein aus Osnabrück. Beide Teams stehen nach 6 Spielen wirklich unter Druck. Auf Platz 17 steht SV Meppen, auf Platz 18 der SV Wien Wiesbaden. Die Meppener hatten hier auch die bessere Anfangsphase, das ist Kleinsorge. Die Gäste wirklich gut in die Partie reingekommen, durch diesen Schuss aber nicht belohnt worden. Born etwas zu schwach, etwas überhastet. Und dann gab es auf der anderen Seite Elfmeter, Puttkammer mit dem Fehler an Simon Brandstätter und da hat Wien Wiesbaden ein, nämlich Manuel Schäffler. Und Manuel Schäffler vom Punkt macht es eiskalt und links rein, 2. Saisontor. In der 17. Spielminute führte Wien Wiesbaden somit mit 1:0 und das beflügelte sie. Sie wachten auf und spielten weiter gut nach vorne. Wurzer kann in die Mitte einziehen in den Strafraum flanken und Simon Brandstätter steht dann korrekt, den Elfmeter rausgeholt. Jetzt den Fuß richtig hingehalten, 2:0 für Wien und das war in der ersten Halbzeit noch nicht das Ende. Nochmal Schönfeld mit der Vorlage, Andrist aber scheitert, überragende Parade, bitter für Wien. Das hätte schon die Vorentscheidung im ersten Durchgang sein können. In der zweiten Halbzeit gab es dann nicht mehr so viel zu bestaunen. Meppen versuchte es nochmal, Bohan trifft aber nur die Latte und von da prallt der Ball dann raus. Kolke hat Glück, dass er dann letztendlich nur noch den Ball rausfausten muss. Es war sogar noch der Fuß dran, eben von Kolke, der den Ball dann rausfausten kann. Es gab kurz vor Schluss nochmal die Möglichkeit für Wien zum 4:0. Andres super aufgelegt, aber am Wurzer scheitert. Im Endeffekt blieb es dann beim 2:0, das auch so über die 90 Minuten in Ordnung geht. Und trotzdem hätte es schon früher, deutlich früher für Wien klar sein müssen. Als Rostock-Fan weiß man im Ostseestadion nie, was man wirklich
bekommt. Mal ein Pokalsieg gegen Stuttgart und dann 0:4 gegen Würzburg. Jetzt war 1860 zu Gast und die Löwen starteten gut rein. Grimaldi ist das. Legt nochmal rüber und die erste Möglichkeit Wiltsch. Aber mit einem zu schwachen Abschluss mit dem linken Fuß zielt er deutlich rechts am Kasten vorbei, sodass Gelios nicht eingreifen muss. Doch die Löwen waren besser in der Partie. Bekiroglu auf Kirin Moll und was ist das für ein Abschluss? 11. Spielminute, 1:0 für die Gäste und das war auch zu dem Zeitpunkt schon verdient. Da kann Gelios nichts mehr machen, der passt eben haargenau. Rostock wollte jetzt ausgleichen, Wannenwetsch wird aber nicht belohnt. Hiller stand im Kasten, Bohnmann musste ja ausgewechselt werden im letzten Spiel gegen Cottbus. Schöne Parade, hier kann er sich auszeichnen. Eine sichere Nummer 2. Vor der Pause nochmal Rostock, Wannenwetsch, Breyer, wieder Hiller dazwischen. Der hatte einen richtig guten Tag erwischt. Wir springen in den zweiten Durchgang. Hansa Rostock wollte unbedingt den Ausgleich, aber sie scheiterten abermals an Hiller, der den Klasse pariert und aus dem Winkel fischen kann. Auf der anderen Seite 1860 etwas zu viel Platz und die nutzten dann ihre Torchancen eiskalt aus. Nico Kager, 66. Spielminute, sein drittes Saisontor. Das war jetzt auch nicht mehr verdient. Es war einfach nur eiskalt und dementsprechend hat sich Rostock das selber zuzuschreiben. Wir sind schon in der Schlussminute. Nochmal Bischoff mit der Vorlage, aber Breyer scheitert auch hier, hat Pech. Und so geht es dann zu Ende. Rostock war es einfach nicht vergönnt, hier heute einen Punkt mitzunehmen. Sie war nicht die schlechtere Mannschaft, aber eben die weniger abgezocktere, sodass 1860 nicht unverdient mit 2:0 nach Hause fahren kann. Ein Nachbarschaftsduell, zumindest tabellarisch, war Energie Cottbus Platz 12 gegen Sonnenhof Groß-Asbach Platz 13. Die Gäste haben aber erst ein Spiel in der Saison verloren, was bedeutet 4 Unentschieden und ein Sieg. Cottbus hat eine ausgeglichene Statistik, 2:2:2 und hier war es um ein Haar, das 1:0 von Geißler, der aber Pech hat und nur den Pfosten trifft. Das hätte es eigentlich sein müssen. Auf der anderen Seite Hercher mit der guten Möglichkeit, aber Aftus Balc kann sich mal wieder beweisen. Nochmal Cottbus im ersten Durchgang. Stanese verzieht aber etwas und kann nicht die gewünschte Halbzeitführung herausschießen. Da muss Broll nicht mal ansatzweise nervös werden. Im zweiten Durchgang ging es dann gut los. Freitas auf die rechte Außenseite. Das ist Geißler mit der Flanke und Viteriti trifft erst den Pfosten, aber setzt als schlauster und als schnellster vor allem nach. Und hält den Fuß hin. 1:0 für Cottbus. Super Start in den zweiten Durchgang. Jetzt hatten sie die Möglichkeit, alles frühzeitig zu entscheiden. Freitas scheitert aber an Broll. Klasse Tat vom Asbacher Hintermann. Groß-Asbach gab sich aber nicht auf. Eckball von der rechten Seite. Himwi Budulu auf den zweiten Pfosten. Pelivan legt ihn rein. Und dann der Ausgleichstreffer von Burger, der nur noch den Fuß hinhalten muss. Der Ausgleich war geschaffen und in der Nachspielzeit gab es nochmal einen gefährlichen Freistoß für die Gäste aus Groß-Asbach. Und dann Aftus Bahic. Aftus Bahic ist machtlos gegen den Freistoß von Gerrit Sieger. Das ist unglaublich, was für ein Finish in dieser Partie. Der passt perfekt oben rechts rein. Cottbus verliert im Endeffekt nach 1:0-Führung mit 1:2, weil Groß-Asbach noch zwei unglaubliche Szenen am Start und vor allem parat hatte. Nach 6 Spieltagen war es für Lotte am letzten dann eben soweit. Sie konnten endlich mal gewinnen. 3:1 besiegten sie den KSC. Der FSV Zwickau knöpfte in letzter Sekunde dem FCK noch einen Punkt ab. Hier waren die Gäste besser in der Partie und das erste Tor war schon gegeben. Es war aber eine Abseitsstellung. Zu Recht gesehen, zu Recht zurückgepfiffen. Gar nicht so deutlich, wie man im ersten Augenblick meinen möchte, aber trotzdem korrekt gesehen. Die Gäste waren hier deutlich besser und Bickel scheitert mal wieder an seinem linken Fuß. Hätte es hier schon machen können, hatte im Vorhinein auch schon die ein oder andere Möglichkeit, aber hat eben nicht das Glück oder die Ruhe davor. Dann Wehkamp, der Neuzugang aus Aalen auf Dennis Rosin und der machte das 1:0. 20. Spielminute, Lotte war in Führung, aus dem Nichts dieser Treffer, aber für Brinkis ist da nichts zu halten. Vor der Pause nochmal Zwickau, die Möglichkeit zum Ausgleich, aber sie war König und den Zwickauern einfach nicht vergönnt. Warum auch immer der liebe Fußballgott da was gegen die Zwickauer hat. Es war wie verhext, sie konnten alles tun,
aber irgendwie war immer noch jemand dazwischen. Zweiter Durchgang. Lotte hatte jetzt mehr Platz, mehr Räume. Jules Reimering mit dem Schuss, aber auch mal wieder kein Problem für Brinkis, einem herausragenden Schlussmann in der dritten Liga. Von der linken Seite der Eckstoß und Antonic hat einfach nur Pech, dass der auch wieder vorbeigeht. Das 1:1 lange überfällig und sie wollten es sich jetzt erkämpfen, erarbeiten, erzwingen. Reinhardt auf Außen, Rahn kann ihn nicht klären und dann bekommt ihn Julius Reinhardt wieder. 85. Spielminute, der Ausgleich, sein erstes Saisontor, nichts zu halten. Und Zwickau wollte nochmal, König auf Bickel, Bickel unten links rein, was für ein Treffer. 90. Spielminute, Zwickau dreht diese Partie und zwar hochverdient in den letzten 5 Minuten. Somit gewinnen sie 2:1 gegen Lotte, die hätten mit dem 2:0 alles klar machen können, verpassten das aber und verloren gerechtermaßen zum 5. Mal in der Saison. Die Spielvereinigung Unterhaching ist überragend in diese Saison gestartet, grüßt von Tabellenplatz 1 mit 4 Siegen und 2 Unentschieden und noch keiner Niederlage, doch in den letzten Wochen ist mit Würzburg nicht zu spaßen, das haben sie unter Beweis gestellt und hier haben sie die erste Möglichkeit der Partie. Königshofer kann den Ball aber noch abfangen, ohne große Probleme. Unterhaching wollte das Spiel machen, aber gab dadurch auch Räume auf für die Gäste. Skalatidis auf Orhan Ademi, sein drittes Saisontor und in der 18. Spielminute war dieses 1:0 schon durchaus verdient. Nichts mehr zu machen für Königshofer. Dann wachte aber auch Unterhaching auf. Stefan Hein ist das. Stefan Hein, super Hereingabe. Dominik Stahl aber noch glücklos. Der Sechser setzte sich immer wieder mit vorne ab in die Spitze. Er gab dadurch mehr und mehr Überzahlsituationen. Noch sollte es aber nicht sein. Im zweiten Durchgang wieder Dominik Stahl. Sehr auffällig. Dann nach rechts außen gut drüber gelegt. Aber Marseiler, der an Dreves scheitert. Super Parade, super Reaktion, schnell genug unten, aber optimal war der Schuss auch nicht gesetzt. Kann man auch nicht anders behaupten. Und dann schauen sie sich diesen Fehler an. Hensen auf Dreves. Was macht er denn da? Direkt auf die Füße vom lauernden Dominik Stahl. 76. Minute, der Ausgleich für Unterhaching. Und was für ein Bock. Hansen, der Ball geht ja noch, aber Dreves verliert komplett die Rolle. Aber Würzburg hatte noch einen. Würzburg hatte noch einen. Dave Gnase scheitert aber mal wieder am überragenden Königshofer, sodass es im Endeffekt bei diesem 1:1 blieb. Auch so durchaus akzeptabel, dieses Ergebnis für beide Mannschaften. Unterhaching hätte sich durchaus belohnen können mit einem Dreier, aber Würzburg wird auch nicht zufrieden sein aufgrund dieses Fehlers vor dem 1:1. Der 1. FC Kaiserslautern möchte endlich aus dem unteren Mittelmaß raus. Zuletzt in der 90. Minute kassierten sie einen Elfmeter und verloren so mit den Sieg aus den Händen. Es gab nur ein Unentschieden. Hier starteten sie aber super rein in die Partie. Bereits in der 2. Minute führten sie durch ein Tor von Christoph Hemmlein mit 1:0. Nichts zu machen aus der Distanz, ist der Torwart machtlos. Aber Fortuna Köln spielte richtig gut mit. Kegel und die Möglichkeit, Sievers klasse Reaktion verhindert Schlimmeres, verhindert vor allem das 1:1, das in diesem Fall das Schlimmere gewesen wäre. Doch Köln spielte sehr gut. Damani, Brandenburger, auch da fehlte nicht viel. Das 1:1 zu diesem Zeitpunkt fast überfällig, weil der 1. FC Kaiserslautern sich auf diesem 1:0 ein Stück weit ausruhte. Dann wachten sie aber auch wieder auf im zweiten Durchgang. Biada auf die Außen. Da ist Christoph Hemmlein, Torschütze vom 1:0, trägt den Ball in den 16er. Pick. Etwas zu überhastet, da wäre deutlich mehr drin gewesen. Fortuna Köln hatte die Möglichkeit dadurch zum Ausgleich. Brandenburger auf Damani und wieder Sievers. Klasse Spiel vom Lauterer Schlussmann an diesem Montagabend. Schön gemacht, schnell genug unten und Schlimmeres mal wieder abgewehrt. Es ergaben sich mehr und mehr Räume, größere Plätze. Das ist an Hendrik Zug mit der Übersicht und da steht Biada völlig frei vor Rehnen. In der 79. Minute das 2:0 für den 1. FC Kaiserslautern. Doch die Entscheidung war das noch nicht. Nochmal Fortuna Köln. Damani hat viel zu viel Platz. Damani legt nochmal ab und Yeboah trifft zum 2:1. 88. Spielminute, doch das kam zu spät. Sein zweites Saisontor sorgt hier nur noch für Ergebniskorrektur. Kevin Kraus fragte sich,
Was war da denn los? Es machte im Endeffekt nichts. Kaiserslautern gewinnt zum zweiten Mal in dieser Saison nach dem Sieg am ersten Spieltag gegen 1860. Jo, das war die Prognose zum siebten Spieltag der dritten Liga. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Ansonsten tippt wie immer gerne mit den Kommentaren, ihr wisst das. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Es kommt noch die zweite und die erste Liga und so weiter und so fort. Bis dahin und tschüss.